Hallo und willkommen zu Mist. Ich wollte euch eigentlich die Nacht vorenthalten. Jetzt ist es so 12:30 und irgendwas hat mich aus meinem wohlverdienten Schlaf gerissen. Okay, die Tür ist schon mal zu. Ich gehe mal in die Hocke. Oh Gott, ja, okay. So. Der Bau unten. Hat mich gerade ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Haben wir hier hinten schon zugemacht? Ja, da haben wir schon zugemacht. Das war wohl nur der Biber. Ja, der Biber, der wohnt da hinten. Haben wir alle gesehen, der hat da so einen schönen, prächtigen Bau. Ich gehe jetzt mit gezogener Schrotflinte. Ah, okay, ja gut. Ich gehe jetzt mal mit gezogener Schrotflinte ins Bettchen. Und, kuschel. Kuschel mal ein bisschen mit der Knarre. Ich habe keine Ahnung. So. Vier Stündchen. Geil, gönne ich mir mal. Das war alles noch in Ordnung. So. Ja, so. Hat's vollgebracht. 20 Minuten. So, ich habe nicht mal das Auge zumachen können. Da gibt's schon wieder ungebeten. Huch! Da gibt's schon wieder ungebetene Gäste. So. Ich weiß nicht, ob der Wallhack irgendwie funktioniert hat. Okay, da sind die Bretter raus. Da sind sie noch drinne. Da sind sie auch noch drinne. Da sind sie auch raus. Aber unser Zaun hat gehalten. Da draußen schleicht er rum. Da ist er. So, steigt er jetzt hier durch? Ich weiß es nicht. Eigentlich will ich auch viel lieber ins Bett gehen, wenn ich mir ehrlich bin. So, das... Ich gehe wieder hoch. Ich gehe wieder ins Bettchen. So, dummdi-dumm. Ich vergesse alles, was hier war. Es war nur ein schlechter Traum. Alles schön. Schön schlafen. So, ich gehe jetzt schön schlafen. Noch 3 Stunden. 3 Stunden ist, ja, 5 Uhr knapp. Die können unten machen, was sie wollen, ist mir völlig egal. Mit den Zähnen klappern irgendwie, dass es sich anhört wie statisches Rauschen. Sind die immer noch am Start? Es ist 5 Uhr. Es ist unglaublich dunkel für 5 Uhr. Verdammte Axt, warum? Gestern? War es gestern nicht schon die Sonne aufgegangen? So, na gut. So, hier ist es schon halbwegs hell. Bett. Wie ist... Kann es sein, dass er nur hier drin gespawnt ist, aber nicht hier durchgekommen ist? Guten Tag, guten Tag. Ja, ich habe Zucker. Sie wollten Zucker? Ich muss mal gucken in der Küche. Meine Schränke sind, da haben gerade irgendwie so ein... Huch, ich dachte schon, da hinten steht einer. Das war nur die Werkbank. Meine Schränke haben gerade eine kleine Fehlfunktion. Die sind jetzt doppelt so tief, so groß wie zuvor. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, das zu finden. Sagen wir es mal so, ich bereite mich noch mal ein bisschen vor heute. Dann komme ich rüber zu ihm. Also so in 2-3 Stündchen. Ja, okay, ja gut. Ja, ich bin nicht so interessiert. Ich weiß. Also manchmal labere ich die Leute halt auch in den Schlaf. Ist jetzt so eine gute Idee, rauszugehen? Ein Schuss habe ich noch. Alter! Hallo! Ja, Militärkomponenten. Geil! Ja, danke schön. So, ich gehe mal wieder rein. So, und dann... Wie versprochen? Na, ist einfach nur das Gras, was jetzt hier schon wieder langsam durchwächst. Okay. So. Das ist Early Access, so lieben wir das, so kennen wir das, anders wollen wir es gar nicht haben. So, das brauche ich und ich brauche Bretter. So, das erstmal hier rein. Bretter, ich glaube, Split Half, ich glaube der halbe Stapel reicht. Und, So, wo finde ich den Spaß? Ein Schraubendreher. Okay. So, Bogen wollte ich machen. Pfeile. Also den ganz normalen Pfeil. Deshalb sind wir jetzt schon so fröhlich frei.
Die ganzen Stöcker, die sind halt einfach abartig teuer. Also ein Hunting Arrow ist natürlich geil, macht ordentlich Schaden. Ach, wir brauchen eine Pfeilspitze und auch noch drei Federn. Es ist, und der Quiver braucht auch 8 Leder. Jetzt, oh Gott, okay, ich habe schon wieder alles vergessen. So, nee, ich brauche ein ganz stinknormales Wooden Shield. Wo zum Geier mache ich mir mal ein ganz stinknormales Wooden Shield? Mache ich das hier? Ich mach das hier. 7 Bretter. Ach du grüne Neune. Und 10 Nägel. Boah, hab ich schon. Ja, dankeschön. So, habe ich gelootet. Dann 10 Bretter. Ach Quatsch, nicht 10 Bretter. 7 Bretter. Split One. Das hier drauf, das hier rein. Ich brauche. Ja. Stock brauche ich ja auch noch. Hier war das. So, den hätte ich ja gerne mal gekauft. Ach, ein Hammer. Ich brauche einen Hammer. Das ist ja der Hammer. So, nein. Ja, dankeschön. Erstmal den kaputten. So, dann. Einmal ein bisschen persönliche Schutzausrüstung. Für die Nachbarn. Für den, Abstand. Für den Abstand quasi. So. Ich brauche noch. Nee, Stick ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ich will einfach nur so einen angespitzten Stock. Mehr will ich gar nicht. Hier, Speer, da ist er doch. So, mache ich mir mal zwei. Mache ich mir mal zwei. 40 Minuten. Die Zeit haben wir doch locker. Lockerstens. Und ja, packe ich mir den schon mal hier. Dann packe ich mir den hier schon. Oh. So, nochmal. Dann packe ich mir den hier hin. Warum geht er? Dann halt eben nicht. So, Messerchen lasse ich mal so. Mache ich mal einen auf diesen. Axt packe ich mal ein. Hammer kann ich wieder auspacken. Nein. Ja, okay. So, Hammer packe ich wieder aus. Das packe ich aus, das packe ich aus. Das kann hier rein. Die Nägel können wieder nach hinten. Das nehme ich mal hier mit, weil es das Ding kaputt geht. Man kann einfach noch ein zweites Schild mitnehmen. Ja, okay. So, ich guck mal, was das verstärkte Teil kostet. Also wenn schon, denn schon. Wir haben ja ein bisschen. Ja, 10 Nägel. Mist, dafür braucht man eine Schmiede. Schmiede gibt's. Apropos der Welt, da habe ich eine gesehen. Früher oder später werden wir uns noch eine bauen. Kein Problem. Das werden wir schon noch machen. Aber, huch. Jetzt, was ist denn das hier? So, heute. Nein, hier, bitte, danke. So, heute eher nicht. Heute definitiv nicht. So, wie sieht das aus? Dann erstmal jenes und die 5. Und dann kann ich. Okay. Ich kann nicht beides gleichzeitig nehmen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Oder kann ich. Aber, okay, hält's mit beiden Händen. Ist natürlich ein bisschen Käse. Heißt also, damit schützen und. Aber kann ich ja wenigstens das Messer? Ja, das Messer geht. Okay, na gut, okay. Hatte ich mir jetzt irgendwie schöner vorgestellt. Ich dachte, ich könnte wie so ein schöner Spatiat vorne an der Hauseingangsthermophylle stehen und ja, weiß ich nicht. Mich hinterm Schild verstecken und ihm gleichzeitig irgendwie meinen Speer irgendwie ins Gesicht rammen. Scheint irgendwie gerade nicht so richtig zu funktionieren. Schade, schade. So, probier es mal aus. Vielleicht habe ich ja Glück. Guten Tag, hallo, hier, ich bringe den Zucker. Hallo, guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo? Guten Tag, hallo. Ist es nur einer? Ne, es sind zwei. So, haben Sie es gehört? Kommen Sie raus? Au! So, au! Verdammt! Au! Ich treffe nicht mit meinem Messerchen. Verdammt. Vielleicht hätte ich die. Ach, Scheiße.
Scheibenkleister. So, ich mach mal Quit Game, weil, ja, wiederbeleben, beraubt uns unseren gesamten Inventars und die Hälfte von dem, was wir gelootet haben. Spiel ist schon schwer genug. Da gehe ich dann lieber mal auf Safe Game. So, André Fragé. Das Messer taugt echt überhaupt nicht. Also nicht im geringsten. Das ist nicht so aufregend. Ich nehme mal die... Oh Gott, die Machete ist auch völlig im Eimer. Ich nehme mal die Machete mit. So, die habe ich natürlich jetzt ausgerüstet. Heißt also... Nee, jetzt kommt der Stock wieder. Okay. Also, anstelle von dem Stock. So, dankeschön. Bitteschön, dankeschön. So, dann das hier. Geht denn die Kombi? Die Kombi geht. Okay, ja gut. Ja, dann probiere ich das mal so aus. So, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Dass ich mich dieses... Naja, ist jetzt kein Trick oder dergleichen. Das ist jetzt einfach eine Entscheidung von mir. Wenn ich tot umfalle und das wird halbwegs häufig passieren, gerade auch mit diesen Übersnipern in den Camps, die eine, weiß ich nicht, aus 3 Kilometer Entfernung durch 3 Büsche und dem halben Berg sehen, dann, fällt man auch schon mal tot um. So, guten Tag, wie sieht das aus hier? Hallo? Ne, das hat nicht funktioniert. So, das hat aber funktioniert. Ja, komm her. So. Einmal betäuben und einmal so. Ja, das hat halbwegs gut hingehauen. Wenn das Schild jetzt noch eine Kapazität hat, quasi. So. Ja, schön. Dann noch diesen. Au. Und weg ist er. Sehr schön. Was sagt das Schild? Das Schild ist bei 100%. Ja, Halleluja. Ja, mega geil. Das hat doch super hingehauen. So, zur Belohnung kriegen wir ein bisschen Salz und... Oh, Zucker. Ich wollte doch den Zucker mitbringen. Jetzt, naja, okay. Hab ich mir also Zucker geliehen. So, noch ein Brettchen, noch ein Lappen. Oh, geil, ein bisschen Scrap Metal. Einmal Komponenten, nochmal ein Lappen. Schönes kleines Schuhregal. Geil, von Ikea. Ich sehe es gleich. Würde ich gern mitnehmen. Aber... geht leider nicht. So, hier nochmal ein Brettchen. Hier ein So, hier einmal. Was verbirgt sich denn hinter der abgeschlossenen Tür? Ich glaube, ich gehe wieder. Mann, ein Hammer. Ja, gut. Ja, das. Ja, na gut. Ja. So, hat sich jetzt nicht. Hat sich jetzt nicht übergelohnt. Aber, naja, wir haben ja kaum was ausgegeben dafür. So, Hells ist in Ordnung. Die wurden ja auch nicht großartig erwischt. Joa, naja, denn, würde ich sagen. Machen wir uns mal zum nächsten Haus auf. Da hinten gibt es auch Leute, die brauchen auch Zucker. Ich würde sagen, laufen wir mal vorbei. Da wohnen dann aber 3 drinne und, ihr erinnert euch vielleicht in der... Was, in der ersten? Ja, ich glaube, es war in der ersten Folge, wo mir der irgendwie bis nach da hinten hinterher gelaufen ist. Es war ein bisschen unangenehm. Ich fand's nicht so schön. Deshalb machen wir jetzt mal einen Überraschungsbesuch. Vielleicht erinnert er sich auch noch an uns. Guten Tag, hallo, guten Tag, guten Tag. So, na komm her. Au, da war ich ein bisschen zu voreilig. So, welche mit dir? Wieso war das nur einer? Eine Kartoffel. Lecker Backkartoffel. Eventuell, und die machen auch halbwegs satt. Eventuell gibt es jetzt auch die Möglichkeit. Gibt es jetzt auch die. Das ist der platteste Wolf, den ich je gesehen habe. Gibt es auch die Möglichkeit, jetzt mal die Kartoffeln einzusetzen, also anzupflanzen. Das wäre echt mal famos. Sagen wir es mal so. Eine Flasche haben wir hier noch. Oh, noch ein Brett. Sehr schön. Kann man hier noch irgendwie was abgreifen? Nö. Oh, nur einer da. Komisch.
Und so ein geiler Wikinger-Schild. Der hing drüben schon, oder? Kann man den so als Zierde mitnehmen? Kann ich mir so ein bisschen so Wikinger-Style eine Butze aufbauen? Ihr habt keine Ahnung. Basie. Und hier ist eine Strünne. So, Baseballschläger. Ja, schön. Ich freue mich. Noch ein Baseballschläger, den ich wahrscheinlich nicht benutzen werde. So, okay. Na gut. Ist auch die große Frage. Hat der Baseballschläger eventuell. Oh, eine Feder. Voll ADHS hier. Hat der Baseball ohne Feder? Hat der Baseballschläger eventuell eine höhere Reichweite? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Ja, keine Ahnung. So, heißt also jetzt für uns. Oh, jetzt ist das Schild aber auch deutlich kaputter. Und wir haben auch Helsabzug gekriegt. Schade. Komisch. Naja. So, jetzt sind wir schon mal hier hinten. Bei ja, dem Spawnpunkt, jetzt nicht unserem Spawnpunkt unbedingt. Hätte aber sein können. Und ja, den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Oh, Ästchen, die nehme ich mal gerne mit. Die sind noch für ein weiteres Projekt. Ich muss mal hier handgreiflich werden. Tut mir leid. Huch, nee, das war die falsche Taste. Das war die richtige. So, und dann nehmen wir das Ding mal auseinander. Ich brauche Stöcker und Leschens. So, her mit dem ganzen Kram. Geil. Und noch bis aufs letzte Blatt. So, hier war nie irgendwas da. Jo, dann haben wir es ja hier abgegriffen. Große Fragie. Sind wir jetzt. Hey, wir sind halbwegs weit weg, oder? Also, da ist dieser Mini-Parkplatz mit dem Kombi. Es wäre noch dahinter. Das ist jetzt die große Frage, wenn ich schon mal hier bin und wir haben ja noch den Pickup noch nicht. Und es ist ja auch so herrlich früh am Morgen. Ich könnte ja, ich könnte. Es lädt nicht gerade zum Baden ein, wenn ich ehrlich bin. Also es scheint mir ganz schön tief und ganz schön dunkel zu sein. Naja, was auch immer da drin lauert, ich will es nicht rausfinden. So. Waren wir hier? Nein, das ist nur ein Stein. Den brauche ich nicht. Das ist auch nur ein Stein. Den brauche ich auch nicht. Nö, 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 nö. Brauche ich auch nicht. So, guten Tag, Säge. Für dich bin ich gekommen. Ich habe den Kanister vergessen. Ich bin so schlau. Aber. Nee, das geht auch nicht. Da ist noch ein Ast. Ist noch. Ist das denn eigentlich jetzt hier nachgewachsen, was ich. So. Das ist aber komisch. Wo kommen denn die Äste da drin her? Ich habe keine Ahnung. So. Die Dinger auseinandernehmen oder nicht? Ich habe eigentlich auch keinen Platz mehr, wenn ich ehrlich bin. Naja, ein bisschen Metall könnte ich stacken. Hier habe ich noch zwei Dinger frei. Die Axt ist eigentlich auch gut dabei. So, dann, das nehme ich mal mit. Dann, ich muss mich hier ranstellen. So. Oh Gott. Die arme Axt, die wird ein bisschen leiden. Gott sei Dank haben wir ja noch eine zweite am Start. So. Ich dachte schon, der Schild wäre mega imba. Da würde überhaupt nichts sein. Weil nach unserem ersten Besuch bei unseren netten Nachbarn hat er ja immer noch 100%. Oder so schön. Hat er ja immer noch 100%. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie so lasch zugehauen hat. Okay. Das ist neu und anders, aber er geht kaputt. Schade, jetzt ist der Schild so im Eimer. Ich weiß nicht, wenn wir den jetzt verstärken, ob er dann wieder bei 100% ist oder ob ich dann verstärkten Schild habe, der dann auch nur 5% hat oder so. So, ja, noch einmal. Ja, ausgezeichnet. So, ein paar mehr Komponenten wären schön gewesen für das Projekt, was ich vorhab.
aber ich nehme einfach alles, was ich kriegen kann. Das. Naja, ich weiß nicht. Funktioniert das so? Mein Gott, so. Ich hätte das irgendwie anders gebaut. Naja, Steine, Steine. Ja, ah, hier ist noch ein Scrap. Dann hier ist noch ein Branch. Den nehme ich doch gerne mit. Und dann würde ich sagen, schnapp ich mir doch mal die Maschine. Und lauf mal nach Hause. Nehme ich mal die Beine in die Hand. Hier schön am See vorbei. Den Berg nicht rauf. Da gibt's andere Nachbarn, mit denen nicht so gut Kirschen essen. So. Dann einmal nach Hause. Ich hoffe, der Nebel lässt uns heute auch wieder in Ruhe. So wie gestern. Gestern war schön. Gestern hat den ganzen Tag die Sonne geschieden. Keine ekligen Zombies. Ach ja, so macht Überleben Spaß. Wenn man einfach draußen in der freien Natur ist und sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen kann. So, das Auto. Warte mal. Achso, hier ist ja der Punkt, der Spawnpunkt. Jetzt ist die kleine Behausung weg, jetzt erkenne ich das nicht mehr wieder. So, dann einmal hier lang. Die Nachbarn sind geradeaus. Weiß ich nicht, vielleicht sind die zum See gefahren. Apropos See, da hinten ist ja noch ein Häuschen. Da war ich ja schon. War ich da? Doch, da war ich schon drinnen. Da gab es ja keine Nachbarn. Naja. So, da hatte ich aber auch alles abgegriffen, glaube ich. So, wir machen uns mal hier durch unseren Wald, sage ich schon. Und, also es wird bald unserer sein. Den werde ich hier großartig verarbeiten. Zu allen möglichen Zimmermannsprodukten, die man sich so vorstellen kann. Und, joa, werde da meine Freude und meinen Spaß dran haben. So, dann stelle ich mal hier, oder? Ja. Hä? Das Fenster ist schon wieder verbarrikadiert. Die auch. Ja, na gut. Okay. Okay, gut. Ja. Stell ich mal hier hin. Sägespäne. Stell ich mal da hin. So. Dann wäre wahrscheinlich, naja, wenn wir den einen oder anderen Baum umhacken würden, wäre das wahrscheinlich auch kein Problem. Ich brauche ja unbedingt noch Bretter, Nägel. Ich brauche auch noch Nägel. Dafür muss ich an die Schmiede ran. Ah, ich habe. So, wir wollen ja nicht geizig sein. So, was kostet denn zum Beispiel die Schmiede? Mein Gott, so. So, wo gucken? Wo gucken und wo finden? Das ist die große Frage. Ah, hier. 20 Steine, 20 Komponenten, 10 Bretter, 30 Nägel. 30 Nägel. Okay, ich muss noch ein bisschen looten gehen. Fett auf Loot-Tour gehen. Den Stock nehme ich mir auch mal mit. Die sind schon zu 12%. Na Mensch. Das geht aber richtig schnell. So, ich brauche Nägel. Nägel hat man doch. Oder hat man die hier fabriziert? Das kann ich mir kaum vorstellen. Hat man die hier gebaut? Nägel, Nägel. Ja, wirklich. Ach, krass. Ich dachte, man braucht hier die Schmiede dafür. Okay, na gut. Dann ist das so. Dann, Branch. Bastel ich mir doch mal noch, ein Schränkchen? Brauche ich mir noch einen Schrank? Also was brauche ich? Ich brauche Bretter. Und ich brauche Lashings. Lashings habe ich eigentlich am Start. Nägel habe ich jetzt auch am Start. Ich brauche Wood. So, das Leder muss. Ich brauche den Köcher. So, wenn das dann irgendwann mal starten sollte mit dem Pfeil und Bogen, dann muss ich jetzt diesen Baum hier fällen. So. Und ich fälle. Dann, ja, hier fällt ab und zu auch mal was raus, hoffe ich. So wie jetzt. Ein bisschen Borke. Ja, ich kann nichts mehr tragen. Okay, na gut. Vielleicht hätte ich mich erstmal leer machen sollen. Ja, für den Krimskrams dann noch einen Schrank bauen. Ich glaube. Nein, nicht auf mein Haus! Nicht! Nein, meine Garage! Nein! Ah, meine schöne Garage! Ach Gott.
wie soll ich denn... Ach, was... wie soll ich denn da oben rankommen? Oh, naja, gut. So, mir wird schon irgendwas einfallen. Dann, ich baue mal noch flugs einen Schrank hier hin. So, Schranke, Schrank, Schrank, Schrank. Hier nochmal einer von den grauen. Dann, ist der richtig rum? Ja, ich glaube schon. So, gerade so ungefähr. Dann stelle ich den mal hier so hin. Ist der gerade? So ist er gerade, oder? Ja, ich glaube schon. So, machen wir mal so. Und zwei Bretter, vier, ja, sollten wir doch haben, oder? Ich glaube schon. Na, steht doch wieder eins. Super. Dehydriert. Ich lade mal schnell Kram ein. Große Frage. Ich habe jetzt so viel Naturkrimskrams am Start. Eventuell sollte ich mal hier noch irgendwie sowas einladen. Und die kann ich nochmal behalten. So, dann oder ich mache hier einfach erstmal so Krimskrams. Ja, vielleicht mache ich das auch so. So, davon hier rein. Die hier hin, die könnten wir nochmal mitnehmen. Brauche ich die für... Ich bin mir unsicher. So, das ist was für die Küche. Das kommt hier rein. Ich hole mir das dann nachher alles raus. Wenn ich ja mal ein bisschen den Überblick habe, dann das da noch rein. Das mal ein bisschen miteinander tauschen. Hier sind noch Blätter. Blätter ist hier allerdings voll. Heißt also, ich könnte noch ein paar Lashings machen. Ich habe nur vier Lashings. Hier habe ich keine mehr drin. Hier habe ich noch welche. Die stecke ich mir schon mal ein. Das ist Küche, das ist Küche, das ist Küche. Das ist auch Küche. Das ist oben, das ist... nein, danke. Das ist noch ein bisschen Metall. Das ist alles voll. Das kommt eigentlich hier rein. Hier ist aber mehr oder minder voll. So, die kommen dann einfach mal hier rein erstmal. Das ist so Krimskrams-Schrank erstmal. Die brauche ich für drüben. Das... Meine Güte. So, das ist Küche. Das ist auch Küche. Das kommt nach vorne in den Schrank rein. Da haben wir auch den Stack wieder voll. Ja, ich bin hydriert. Na gut, ja, dann trinke ich halt was. Meine Güte, immer diese Zipperlein. Da hat man seit 10 Stunden nichts getrunken. Und dann fängt er hier schon an, irgendwie, weiß ich nicht, Hilfe, Hilfe, Warnzeichen zu geben. So, Fresserchen ist noch gut am Start. Das hält sich hoffentlich auch noch mal ein bisschen. So, das da rein. Was machen wir hier mit der einsamen Kartoffel? Ich weiß es nicht. So, das hier rein. Das da rein, besser gesagt. Wobei ich das immer noch gruselig finde, das hier unten zu lassen. Nicht, dass das alles einfach so verschwindet irgendwann. Haben mehr. Flasche erstmal. So, hier, da. Zykre. Dann haben wir noch ein paar Lappen, die können ich auch hier drin. Könnte ich auch hier drin lassen. Hier ist voll. Na gut, mach ich's halt hier mit rein. In der Hoffnung, es wird nicht gelöscht. Keine Ahnung. So, Messerchen Basie. Okay, bringe ich erstmal nach oben. Dann erstmal den Basie hier rein. Haben wir schon drei Stück. Mann, können wir ein ganzes Spiel schon mitmachen. Dann, das behalte ich erstmal, die Kartoffel. Keine Ahnung, was will ich mit der Kartoffel? Ich steck die hier erstmal in den... Ich steck die erstmal hier rein. So, schöne Grillkartoffel. Irgendwann, wenn wir später mal wiederkommen. Dann, sind wir leer. Da könnte ich mir ein paar, erstmal ein bisschen Holzklötzer machen hier, für ein Feuerchen. So, den. Und jetzt die große Frage. Wie zum Geier. Geil, es geht. So, und Dach. Dann. Jo, ist nicht verkehrt hier oben. Ob die Zombies hier oben auch drauf kommen, das ist die große Frage. So, versuchen auf die Wassertonne zu springen und dann hier runter. Okay. Dann. Ich brauche Bretter. So, wie viele Bretter brauche ich denn? Zweimal? Ich mach mal zweimal. So. Ich crafte mal myself.
Dann haben wir ein paar Bretter und dann mache ich hier draus. Warum habe ich ihn jetzt hier nur? Hä? Ich hatte doch vier. Und ich hatte doch nur zweimal gemacht. So, dann brauche ich noch ein bisschen Feuerholz. Kann ich nur einmal machen. Und schon habe ich den ganzen Baum verwurstet. So, habe ich übrigens den Kram mitgenommen? Nee, habe ich nicht. So. Das nehme ich auch noch mit, das nehme ich auch noch mit, den nehme ich auch noch mit. Und so, was brauche ich hier? Ich brauche Nägel, ich brauche Bretter, ich brauche Lashings. Die habe ich alle am Start. Ausgezeichnet. So, steht auch richtig rum. Und dann kann ich hier schon mal ein Leder. Das Leder, das schöne, leckere, geile Leder. Das kann ich hier schon mal aufhängen. So, einmal interacten, einmal hier reinhängen. Gerade war es noch. Egal. Alles egal. So. So. Dann baue ich mir hier mal noch vorne noch einen Schrank hin. Den mache ich allerdings. Ich mache den rot. So, ich brauche noch 4, 4. Okay, das ist kein Problem. Dann einmal rumdrehen. So, der soll dann eben für. Ja, den Kleinkram, den man halt so braucht, hier, um Feuerchen zu machen und so. Der kommt denn hier vorne hin? So, Bretter habe ich. Ich brauche noch 4, 4. Kein Problem. Ich habe vorgesorgt. So, Split Half. Und Split One. So. Ausgezeichnet. Dann einmal hier alles rein. Sehr schön. So ein paar Baugeräusche wären geil. So. Keine Ahnung. Vielleicht kommt das ja noch. So, ein bisschen Borke. Boah, ja, die noch. Naja, okay. Die kommen hinten in den Naturschrank. Das kommt wieder zurück. Dann sind wir hier eigentlich fertig, oder? So, ich könnte mal hier versuchen, mal die andere Schublade zu öffnen. Oder hatte ich das schon alles rausgenommen? Ich bin mir unsicher. So, ich habe. Nö. Oder? Ist schon alles im Lagerfeuer drin, oder? Ich glaube. So, allerdings. Ja, das ist in Ordnung. So, das kann da drin bleiben. Eventuell brauche ich das Zeug ja nochmal für was anderes. So, hier ist komplett voll. Die Kohle, die Steine. Ja, ich weiß auch nicht. So, das könnte ja dann auch ein 32er Stack werden. Die Bretter könnten hier rein. Die Kohle könnte ich nach vorne bringen. Dann könnten zumindest hier noch die paar Stöckchen rein. So, machen wir es mal so. Dann hat das hier so ein bisschen Ordnung. Das eine Blatt. Ja, muss ich Lashings draus machen? Die packe ich mal hier rein. Die Lashings, da ist denn hier noch Platz für. Würde ich mal hier lassen. Und die Nägel auch. Die Kohle packe ich mal vorne rein. Ach, die Speere. Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. So, hier ist noch Arznei. Packe ich die Kohle mal hier rein. Weil, naja, von wegen Lagerfeuer und so. Und dann mache ich mir hier. Ja. So, der ist gut erreichbar. Mache ich hier mir vorne auch nochmal ein Schränkchen hin. So. Wer hat, der kann. Mach ich mal schön hier vorne. Einfach mal so. 244. So, nehme ich den Haufen. Nehme ich hier nochmal Split Half. Dann, und zwei Bretter. So, Split Half. Jo, ausgezeichnet. So, dann baue ich mir den nochmal. So, und dann packe ich hier mal die Speere rein. Das wird so ein. Ja, so ein Ausflugsschrank. Keine Ahnung, wo man ein bisschen Zeug und Kram drin hat. Eventuell. Ich will an das Zeug. Dankeschön. So, packe ich mir nochmal einen Hammer rein und nochmal eine Säge und. Ach ja. Weiß ich nicht. Die Axt vielleicht noch. So, das Messer ist. Naja, 30%. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das alles hier irgendwie nach dem nächsten Update verschwindet, wenn ich ehrlich bin. So,
Oben so Waffen, unten Werkzeug. Packe ich mir schon mal hier so rein. Den Rest nehme ich mal einfach mit. Ist natürlich, naja. Wir haben es ja. Das ist ja der Luxus, den können wir uns jetzt mittlerweile erlauben. So, das eaten wir mal. Dann sind wir da auch wieder voll. Und dann füllen wir uns mal auch den Durst. Wir füllen uns mal den Durst auf, genau. Ich muss mal ganz schnell, ganz kurz, nochmal hier. Nee, alles leer, ausgezeichnet. Tür zu. Den nie bekommt. Tolle Wurst. So, einmal speichern und nicht suizidieren. Oh mein Gott. Ja, keine Ahnung. Wie sieht das aus? Wird er jetzt hier nur wieder so ein, naja, Rumgestehe sein, doof labern und hoffen, dass die Zombies einfach weggehen? Was ist eigentlich, wenn ich mal in der Bauliste gucke? Die müssen wir unbedingt noch hinten abholen. Die sind mörderteuer und die machen es schön muckelig hier. Okay, hier ist ein bisschen was dazugekommen. Ja. 50 Kilogramm Dreck. Also feinster Mutterboden. Okay, ja, sehr schön, sehr schön. Ich suche, was suche ich denn eigentlich? Ach so, hier Blacksmith. 30 Nägel, 20 Ritter, 20 Komponenten. Und so richtig brauchen wir das Ding ja eigentlich auch nicht. Da würde ich mir lieber so eine schöne Moonshine hier bauen. Aber auch 20 Komponenten. Holla die Waldfee. Scheibenkleister. So, das haben wir schon. Die muss ich mir auch besorgen. Das spare ich mir einfach. Also wirklich, das spare ich mir einfach. Große Frage ist immer noch, laufe ich da irgendwie nach hinten? Hole ich mir die einfach? Mache ich das in der Folge? Mache ich das nicht in der Folge? Also enthalte euch das vor quasi. Ja, das ist wirklich die große Frage. Hätte ich schon irgendwann gerne, definitiv. Aber jetzt hätte ich gerne eher lieber einen Bogen. Könnte ich mir jetzt nicht einen Bogen bauen und quasi den. Ach so, ja, nee, wir brauchen ja Dried Animal Guts. Verdammte Axt. Okay, 12 Sticks, 4 Lashings. Ich könnte natürlich auch ein paar Lashings machen. So, Lashings brauche. Ich weiß komplett Bescheid. Ich bin hier super. Wo sind die Lashings? Ach, da sind die Lashings. 8 Blätter und 6 Borke. Ja gut, dass ich ganz viel Borke in der Tasche habe. Ach Gott, oh Gott. So, da sind schon die Nachbarn. Machen wieder ihren muckligen Abendspaziergang um 13 Uhr. Das sind die Mayas. Von nebenan. Er ist immer ein bisschen verwirrt. Sie ist so eigentlich so eine resolute. Naja, so Berliner Schnauze eben, wie man das kennt, war. Er wollte eigentlich wahrscheinlich zu Edeka da hinten. Hat er wieder irgendwie seinen Einkaufsbeutel vergessen? Jetzt überlegt er. Karl-Heinz! Karl-Heinz! Hast du den Beutel? Hast du rechte Tasche, oder? Ja, hier, denn, ja. Der kauft sich da immer ein schönes Kindle, weißt du, und Buletten. Kindle und Buletten und Bautzener Senf. So, kommt er mal nach Hause, kriegt er mal Mecker von der Frau. Irgendwie, er soll sich mal anständig ernähren und nicht so viel Bier saufen. Aber, naja. Was sagt er immer? Ich bin 75 Jahre alt, mich ändert man nicht mehr. Mein Gott, ich erzähl nur Quatsch. So, so, keine, oh, da kommt Hilde. Ja, sehr schön. Gut, die wilde Hilde kommt da. Die wird ihm schon den Marsch blasen. Ich würde ja die Tür aufmachen. Aber die sind, weiß ich nicht, die ziehen einen da immer rein in den Ehekrieg. Ich will da nicht, naja, irgendwie.
da fliegen dann auch teilweise mal die Fäuste. Dann kriege ich da irgendwie noch was ab. So habe ich keine Lust drauf. So ist es schon häufiger passiert. Ist jetzt wieder so nah rangemacht, dass ich hier nicht aus dem Fenster gucken kann. Wo sind Kirsch stehen? So. Aha. Der Sohn kommt auch mit. Alle haben sie einen Beutel vergessen anscheinend. Oder wissen nicht mehr vor den 8 Kindeln vom Frühstück, wo der Edeka ist. Ich weiß es nicht. Ja, das, okay. So, irgendwie, weiß ich nicht, kann ich bauen? Fleisch haben wir? Naja, boah, das hält uns noch die nächsten Tage. Hält uns das noch am Leben, würde ich sagen. Zeug und Kram haben wir wirklich reichlich. Schön wäre eigentlich, wenn der gute Einbauherd funktionieren würde. So, hier oben ist auch noch Fleisch. Krass, also theoretisch hätten wir jetzt für diese Woche ausgesorgt. Das ist, war der eine Schrank gerade kleiner als der andere? Habe ich mich da verguckt? Nee. Okay, alles gut. So, hier ist auch eine Cola. Hier ist alles voll mit Colas. Große Frage. Oh. Hier hinten ist auch noch. Hier hinten ist auch noch alles voll. So, 13.38 Uhr. Na, Prost, Mahlzeit. So, ich weiß auch nicht. Wie sind denn die Pläne eigentlich für die nächsten Folgen? So. Ach, ich weiß auch nicht. Soll ich das jetzt noch erzählen? Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut. Es sind 42 Minuten jetzt auf dem Zeiger. Vielleicht. Mach ich mal hier Pausen. Mach ich mir Folgenende oder mach ich mal Pause? Mach ich mal Pausen. mein Gott, so. Ist jetzt auch langsam schon ein bisschen spät heute. Ja, gut. Naja. Dann, ich glaube, ich mach mal ein Päuschen. Und, dann erfreuen wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen am Nebel. Und dann würde ich sagen, werden wir mal schauen. Gehen wir wahrscheinlich wieder auf Looting-Tour. Werden vielleicht das eine oder andere bauen. Ich habe hier vor, ein kleines Projektchen. Hier vorne, vor dem Eingangstürchen, ein Zäunchen zu bauen. Quasi vielleicht noch mit so einem kleinen Wurmfortsatz nach vorne. Nur ein bisschen Platz zu haben. Erstens, die Zombies können nicht durch die Zäune, hoffe ich, meine ich, denke ich, also hoffe ich immer noch inständig, und die Banditen auch nicht, und vor allen Dingen können wir dann auch mal, wenn es Nebel, mal rausgehen und ein paar Zombies schnitzeln, quasi so als Nebel-Looting-Station. So, das will ich in der nächsten Folge machen, also, ja. Wird, naja, ein bisschen spannend, actionreich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden ein bisschen was machen. Wir suchen uns unsere Aufgaben, unsere Quests. Und ja, ich hoffe, ich stehe jetzt hier noch den Nebel durch. Ohne dass mir irgendwie der Mund fuselig wird. Dann, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, mit diesem wunderschönen Blick in die neblige Abendluft, die eigentlich gar keine Abendluft ist, weil es 14 Uhr. Ja, habt noch viel Spaß heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.